Können wir ja was kaputt machen? Können wir hier rauf? Können wir hier irgendwas kaputt machen? Können wir gucken? Ich setze die Maske auf und sehe mich jetzt? Und das denn? Das war ein Fehler in der Optik. Und ich sehe Fußspuren. Fußspuren? Die runterführen oder hochführen. Ich würde jetzt glatt sagen, die... Aber da kommen wir nicht hoch, ne? Ich würde sagen, er ist hier im Busch. Tot. Erstickt. Im Busch erstickt. Nice. Blättermund. Alles Blättermund gehabt. Okay, 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 okay. Von da sind wir ja jetzt vorhin lang geschwommen, gekommen, wie auch immer. Da sind noch ein paar Bärchen. Gönnt euch. Ham, 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 ham. Da sind Gegner. Attacke. Bam. Als er kam, da ging er auch direkt wieder. Hoi-ja! Hey! Haben wir Mut? Autsch, 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 autsch. Haltet ihn fest! Haltet ihn! Puh. Jetzt komme ich! Weg mit dir. Tschüss. Das war jetzt aber nicht der Weg. Das wäre nicht der Weg zu dem Berg gewesen jetzt, oder? Ich hab mich verlaufen, wo bin ich? Was ist das? Taros Baum. Wir sollen wahrscheinlich hier den Weg gehen, oder? Blumenschrein 2 von 2 haben wir. Okay, hier kommen wir eh noch nicht durch. Aus Gründen. Maske sehe ich ja auch nicht, ne? Also es geht irgendwo so und dann ping, ping, ping. Iu, iu. Kommen wir eigentlich da rein? Sieht aus wie so ein Riesenarschloch. Das Arschloch der Zeit. Okay, wir sollen... Da oben hin. Na gut, dann gehen wir jetzt hier weiter. Ja, feiert mich. Oh nein, feiert mich nicht. Die hat mich runtergeschmissen. Ja, ja. Muck, muck. Ja, könnt ihr noch was futtern. Die haben eine Animation fehlte, okay, alles klar. Gefuttert haben sie ja trotzdem. Fehlte nur die Animation. Oh.
Rususberg. Was hiermit? Also irgendwie... Fehlt mir was. Fähigkeiten oder so. Da sind die Kenner wieder. Jetzt sind wir ja Rususberg, ne? Hier gibt es ja jetzt andere Rots, andere Hütten, andere Blumenschreine, andere Geisterpost und andere verfluchte Truhen. Guck mal, hier ist auch noch ein Weg. Kommt, meine Kenner! Wir brauchen so viele, dass die ein Seil bilden. Lucy's house is so far away. You can see his lookout at the top of the cliffs. Da oben. Ah, so weit ist er nicht. Bin ich doch 0, nix. Guck mal genau hin, wie ich da jetzt hingehe. In 0, nix. 20 Folgen später. So, ich bin da. Und jetzt Arschbombe, wer die kleinste Arschbombe macht, ist ein Brokkoli-Fresser. Ihr seid alles Brokkoli-Fresser. Guck mal, wie sie alle angeschwommen kommen. Hm. Ein neues Teammitglied. Hallo. Level 2. Und die Rott können jetzt mehr Aktionen ausführen. Erstmal niesen können wir. Tschi. Oh, alle weggeweht. Können wir tanzen? Oh, der eine ist ganz müde. Oh. Na 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 na. Okay, gut. Schluss. Und was für Aktionen können Sie jetzt ausführen? Rot Level 3. Starte den Kampf mit einer Rot-Aktion verfügbar. Was heißt das denn? Ach, direkt zum Beispiel festhalten. Piep. Ja. Ah, okay. Das war jetzt das. Und ich würde sagen, wir müssen wohin? Wir müssen irgendwo da oben hin. Hier kommt man nicht hoch, ne? Geht's da rein? Nee, glaube ich auch nicht, ne? Geht das da rein? Ist das eine Höhle? Sieht wie so ein Höhleingang aus, ne? Oh, welche Höhle? Hey, du hast geschummelt, ich habe das genau gesehen. Jetzt bin ich überfragt, wo wir hin müssen. Habt ihr eine Idee? So weit weg. Da vielleicht. Da hinten blinkt es.
Kommen wir hier den Stock hoch? Stein hoch? No. Kommen wir hier irgendwo hoch? Ja, Wasserschlag. Also ich würde ja sagen, was macht ihr da? Helft mir doch mal hoch hier. Ich mache euch ganz nass. Hui, Wasserschlag, hui. Nee. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Vielleicht da lang. Und dann, und dann ganz einmal so rum. Und dann kommen wir von hinten. Von hinten. Tschung. 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 Guck mal, auf diesen Stein können wir doch stehen, oder? Es ist so ein rutschiger Stein. Stell dich doch jetzt irgendwo hin. Uiuiui, wer dreht hier durch? Guck mal, der eine ist ertrunken. Guck mal, hier können wir hoch. Aber das bringt mir nichts, ne? Das reicht nicht, ne? Damit wir da zum Beispiel... Kommen wir hier hoch? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Also hier auf jeden Fall nicht, obwohl das so aussieht. Und da hinten war ja nichts, außer... Vielleicht hier links? Ich glaube, wir müssen hier lang. Nee, wir müssen hier nicht lang. Mm-mm. Nee. Wer macht hier Geräusche? Hallo? Attacke mit Gebrüll! Haltet ihn fest! Okay. Ich dachte, wir können einen. Ach so, können wir ja gar nicht. Ah, von hinten. Ah, wieder von hinten. Putsch. Oh, warte. Ich komme mit einem harten Schlag an. Bam. So, jetzt mit Level 2. Da unten links sehen wir es. Zwei Aktionen. Und jetzt rauf da. Auf der Kinnert. Aua, aua, aua. Hier mal ausweichen. Attacke. Patsch.
Ausweichen, ausweichen. Rennen und heia! Wuhu! Zick. Was ist das? Sieht aus wie so ein Hebel. Hebel. Hm. Toller Hebel. Mann, dieser wunderbare Hebel, du. So, nimmt den und packt ihn auf den Hebel. Darauf packen wir. Auf den Hebel. Und die anderen feuern an. Ja, ihr schafft das. Wir haben dafür Karma gekriegt. Wir haben jetzt 200 Karma. Drücke beim Springen RT, um einen verheerenden Angriff aus der Luft zu starten. Oder ein Schild. Erhöht die Stärke von Kejas Schild. Nein, ich will einen Luftangriff. Jo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Habt ihr gesehen? Der eine findet keinen Platz, aber hat er jetzt. Da hinten haben wir jetzt auch noch was. Einen neuen Freund. Los, Stein weg. Hallo. Hallo. Willkommen im Team. Hi. 35 brauchen wir als nächstes. Für ein Level Up. Okay, das war's, ne? Dann gehen wir weiter. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Mhm. Aber nur eine, wir brauchen drei. Nee, vier. Hinterher, bleib stehen. Ich tu dir nichts, Erinnerung. Stehen hier immer so verdächtig rum. Wir sind da, das ist auch das Ding, was auf der Spitze stand. Die. Er macht alle Kerzen an, okay. Da komme ich auch wieder nicht hoch, ne? Das sind solche Rutschdinger, ne? Ja. Das sind Rutschpartien. Obwohl das gar nicht so rutschig ist. Die Maske verwenden. Und wir haben eine Träne. Los! Oh, wir haben schon langsam ein Gesicht. Wir sind kein Blubbel mehr, wir sind ein... Ein Drachenkopf-Blubbel? Boom. Ist da noch mehr? Ja, da ist noch mehr. Jetzt ist es kein Blubbel mehr, sondern ein Blubbel. Los, Blubbel. Also so ein dickeres. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Bam. Gib her die Kohle. Whee. Oh, so viel.
Und das alles für Hüte, ne? Los, Blubbel! Lass uns mal hier hoch. Ich muss dich hier leider verlassen. Tschüss. Bin weg. Er hat mich einfach verlassen. Er hat ja seine eigene Familie. Kinder, ich bin hier oben. Bin schon fast da. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Können wir das eigentlich von hier aus sehen? So, jetzt will ich mal eben gucken. Wir haben 150. Wow, 10 Uhr. Für 3 Bären. Ich dachte 20 pro Bäre. Hat er gedacht. What's wrong with Russo's house? The trees look funny. Let's keep going. Jung, weg sind sie. Wo ist denn Rufus' Haus? Ach, da oben. Hier möchte ich nicht runterspringen. Vor allem müssen wir dann wieder von vorne, ne? Ja. Da unten waren wir. Da möchte ich gerne hin. Obwohl. Hui. Möchte ich gerne hier und dann hier und dann hier und dann hier oben, wo meine Freunde schon warten, und dann zack und dann hier rüber und dann hier hoch und dann finden wir nix oder was? Ah. Ich hab zu viel Okay, aber ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen müssen, ne? Also jetzt nicht da unten, sondern... Ich habe dahinter noch gar nichts durchsucht. Feuert ihr mich an? Ich hoffe, dass ich da nichts übersehen habe. Ich habe Angst, dass ich muss es einfach durchsuchen. Oder auch nicht. Ich habe mir gerade meine beiden Beine gebrochen. Komm ich da rüber? Ich hab Angst, dass ich da was verpasse. Ich muss zurück. Ich muss es doch herausfinden. Guck mal, da ist eine Kiste. Da. Na gut, gehen wir weiter. Wir hoffen einfach und drücken beide Daumen, dass ich nichts verpasst habe. Links ist, rechts war aber auch noch ein Weg, ne?
So, schon wieder die Frage, welcher Weg ist der richtige? So, jetzt bin ich auf jeden Fall hier. Hier wollte ich ja hin, ne? Aber von hier sind wir gekommen, da habe ich gesagt... Ne, von hier sind wir nicht gekommen. Doch, dann bin ich hier oben rauf. Doch, doch, doch. Bin ich dann darüber? Ne, ich bin dann darüber und dann da. Guck mal, hier waren wir zum Beispiel nicht. Zick. Geh ich da doch mal kicken. Siehste? 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 Willkommen im Team! Let's go! Let's go! Geht sogar noch, ja? Und jetzt sind wir hier wieder. Egal, trotzdem einer mehr. So, jetzt mucke ich hier wieder durch den Raum. Durch den Wald. So, hep, hep. So, und jetzt sind wir hier, ne? So, von hier aus geht das natürlich nicht weiter. Aber ist egal. Ist egal. Oh, komm mal, da ein Spinnemann. Es hat sich ja wirklich gelohnt. Wir haben einen Rott mehr. Und jetzt können wir ganz gemütlich, ohne Angst zu haben, ohne die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, so, habe ich vielleicht was verpasst? Nein, ein Rott ist runtergefallen, K.O. Nein. Jetzt haben wir einen Rott verloren. Er fiel in den Tod. Siehst du, zum Glück haben wir einen mehr. Jetzt haben wir genauso viele wie eben. Und hep, und hep, und hep. So, und wir wissen ja auch jetzt, dass links geht das weiter. Also gehen wir mal von hier aus nach rechts. Zack. Oder wir können eigentlich auch loslassen. Na gut. Batman! Geisterpost geliefert, gesammelt. Geliefert. Geliefert haben wir noch nicht. So kann ich auch hier. Ja, Kante greifen, sehr gut. Nein, das war falsch. Hier wieder lang. Ja. Immer schön mit dem Stab angeben, so. Halt die fest. So, und diesmal wollen wir natürlich hier nicht runterfallen. Zack. Zack. Wie gesagt, habe ich auch eben Absicht gemacht. Ich hatte schon wieder etwas von dem Schluck auf Gras. Und, halt dich fest. Oh Gott. Und was passiert, wenn ich hier weitergehe? Nimm das mal und stellt das mal. Uiuiui. Ui, ui, dahin. Gut gemacht, Meister. Warte, nimm mich mit.
bin eure Königin, wisst ihr doch. Ob ihr freigeben? Niemals. Okay. Hallo! Hallo! Willkommen, Team! Hallo, Kiga! Liebe geht raus! Ich brauche keine Maske für Fußsporen. Ich finde die auch so alle. There she is. Ja, da bin ich. Was los? The bridge is broken. Maybe the rock can help. Ich weiß nicht. Könnt ihr helfen? Wenn ich da runter springe, bin ich im Wasser. Na gut. Und jetzt. Hau, ruck. Hau, ruck. Hau, ruck. Geil, ne? Wir stehen einfach nur daneben, während die arbeiten. Und die da hinten. Okay, let's go. Hurry, I don't think they can hold it for long. Haltet das fest, ich muss hier rüber. Finde Rusch. Suche nach Rusch in seinem Haus. Guck oben an der Klippe. Sind wir schon da? Was hier? Like it could have belonged to one of the children. Ach, die Erinnerung fliegt da hinten jetzt wieder lang, ne? Das ist ein Rucksack für mich. Ist das ein Sack einfach nur? Ja, aber für ihn ein Rucksack. Für mich ein Geldbeutel. Da oben. Da. Corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. Einen anderen Weg? The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Ich will mal wegen Hüte gucken. Wir haben jetzt so viel. Und hier können wir die Post noch abgeben, ne? Das will ich natürlich machen. Und dann würde ich sagen, war's das erstmal. Dann beende ich diese Aufnahme hier. Und schau erstmal, was ihr sagt zu dem Game. Tschüss. Gelber Pilz. Ih. Als hätte er einen Tumor. Dem gefällt's. Und da haben noch so viele keine Mütze. Alle ablegen. Da, gönnt euch. Wir brauchen mehr. Mehr. Es gibt auf jeden Fall eine Menge. Und auch teure. Ein Tausender. Ich will den Tausender haben. Ich weiß nicht, ob das Verschwendung ist, wenn wir jetzt von jedem irgendwie... Wenn ich jetzt... Warte mal, wie viele haben wir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Wenn ich jetzt 18 durch 4, also von jedem jetzt 5 hole... Wäre das ja eine Verschwendung, oder? So, wollen wir noch eben die Post wegbringen? Dafür müssen wir da hin, ne? Ja. Bringen wir mal die Post hinweg.
Oder machen wir das in der nächsten Folge? Nee, das machen wir jetzt. Plum. Tschüss. Erledigt. Danke. Nicht zu danken. Gib die Kohle. Noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Drei Kisten. Gegönnt. Und hier finden wir 9. Oh, Entschuldigung. Hallöchen! Wer bist du? Noch. Marienkäferhüte! Das Wasser muss gereinigt werden. Ja, dann holen wir auch eben die Marienkäfergedöns. Komme ich da hoch oder so? Nee, ne? Doch. Aber da nicht. Und hier darf ich eigentlich auch nicht rauf, guck. Kann nicht laufen. Okay, ich glaube, wir haben alles, was man hiermit sammeln kann. Wir haben das Geld und den Rott. Dann gehen wir noch mal ganz schnell zum Hutmacher und holen noch mal 2 Marienkäfer. Wer verkauft das hier eigentlich? Da sitzt doch gar keiner. Dum dum. Ah, da freut er sich. So, dann setzen wir uns jetzt hier hin. Hinsetzen. Kommt alle, ich erzähle euch eine Geschichte. Möchtet ihr noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte? Ja? Eine Geschichte über einen ängstlichen Hasen. Der Hase hieß Henry. Henry war ein ängstlicher Hase, ein richtiger kleiner Hasenfuß. Am liebsten blieb er Tag und Nacht in seinem Versteck. Denn er fürchtete sich vor allem wilden Tieren im Wald. »Henry, willst du nicht auch spielen gehen?« fragte seine Hasenmama. »Deine Geschwister sind längst auf der Wiese. Und wenn der Fuchs kommt?« fragte Henry und seine Stimme zitterte. »Und wenn der Fuchs kommt? Was mache ich dann?« »Dann rennst du blitzartig weg und schlägst einen Haken«, antwortete seine Mama. »Du bist doch viel flinker als der Fuchs.« »Und wenn nicht?« fragte Henry und sein Hasenherz schlug schnell. Er duckte sich unter die Äste des Busches, in dem er mit seiner Familie wohnte. Es wurde Herbst und einige Blätter waren schon abgefallen. Den anderen Hasen machte es nichts aus. Aber Henry mochte es gar nicht, wenn der Wind durch die Äste pfiff und fremde, wachsame Augen ihn entdecken konnten. »Henry, du kannst dich nicht andauernd verkriechen«, sagte die Hasenmama mit energischer Stimme. »Eines Tages musst auch du hinaus in die Welt.« »Hoje«, murmelte Henry. Und er kniff vor Furcht in die Augen zusammen. Der Tag kam schneller, als Henry es sich hätte träumen lassen. Am Ende des Sommers begann nämlich die Hasenschule. Und weil der Wald und die Hasenwiese groß waren und sehr viele Hasen darin lebten, war der Schulweg lang. Er führte an Wiesen mit frischen Wildkräutern entlang, über gluckernde Bächlein vorbei an schattenspendenden Bäumen. Alle Hasenkinder, bis auf Henry, freuten sich darauf, unterwegs zu spielen, zu plaudern und an köstlichen Kräutern zu knabbern. Nur Henry klappte die Hasenohren zu
wenn seine Geschwister davon redeten und wollten von allem nichts wissen. Eines Tages war es soweit. Alle Hasenkinder versammelten sich auf der Wiese. Sie trugen ihre Ranzen auf dem Rücken und konnten es kaum erwarten, dass es losging. Henry war der Einzige, der sehnsüchtig zu seiner Mama schielte. »Was hast du?« fragte Henrys Schwester Betty. Sie stupste ihn freundlich mit der Schnuppernase an. »Bist du denn gar nicht neugierig, wie es in der Schule sein wird?« »Kein bisschen«, sagte Henry. »Ich habe viel zu große Angst vor dem Schulweg.« »Aber warum denn?« fragte Betty zurück. »Weil wir auf gefährliche Tiere treffen könnten«, sagte Henry, »und uns verlaufen im riesigen Wald.« »Du bist so ein Hasenfuß, Henry«, sagte Betty, Kopfschütteln. »Uns wird nichts passieren. Außerdem sind wir nicht allein. Komm jetzt, es geht los.« Zögernd hoppelte Henry seinen Geschwistern und den anderen Hasenkindern hinterher. Hinter der Wiese begann der Wald. Und Henry schaute sich ängstlich nach allen Seiten um. Zunächst fiel ihm nichts Verdächtiges auf. Doch dann erblickte er neben einem stattlichen Buche eine große Pfütze. Darin sullte sich eine Wildschweinmama mit ihrem Frischling. Sie legten sich in den Matsch und wälzten sich behaglich hin und her. Oh je, dachte Henry. Wildschweineltern konnten sehr ungemütlich werden, wenn man sie störte. Davon hatte er schon oft gehört. Zum Glück fiel ihm ein, was seine Mama ihm geraten hatte. Er drehte um und rannte fort. Wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.